Der stellvertretende baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete für Hechingen in Münsingen, Karl-Wilhelm Röhm, hat enttäuschte CDU-Wähler vor einem Votum für Kretschmann oder die AfD gewarnt. Anlässlich seiner Hauptwahlkampfveranstaltung am 5. März gelang es ihm, mit Innenminister de Maizière ein Schwergewicht zu gewinnen. Karl-Wilhelm Röhm sitzt seit 2001 als Direktkandidat für Hechingen in Münsingen im Landtag. Bei einem Redaktionsbesuch hat der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende vor einer erneuten von Grün gesteuerten Regierung gewarnt. Unsere größte Sorge ist, dass die Landesthemen zum Tragen kommen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil doch das überragende bundespolitische Thema Flüchtling, Asyl immer wieder im Vordergrund steht. Laut der neuesten Umfrage vom Mittwoch nähert sich Grün-Rot im Schatten der Unzufriedenheit vieler mit der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin rapide einer erneuten Mehrheit. Die CDU senke weiter auf 27%. Der Wähler verkenne den grün-roten Kurs. Ich bin vor allem nicht glücklich darüber, dass der Ministerpräsident in Berlin zu zögerlich handelt. Er hat es zu verantworten, dass Zehntausende Flüchtlinge hier sind, die nicht hier sein müssten, wenn er rechtzeitig Frau Merkel unterstützt hätte. Und wir haben jetzt in Ihrem Sendegebiet, das ist, glaube ich, die entscheidende Aussage, noch mehr als 1000 Menschen vom Westbalkan, die immer noch nicht abgeschoben sind. Dafür ist der Ministerpräsident verantwortlich. Winfried Kretschmanns Politik, die über das Image des ausgleichenden Landesvaters erfolgreich in bürgerliche Wählerschichten ziele, sei doppelbödig. Der Herr Kretschmann spielt den Frau Merkel vor, aber in Wirklichkeit unterstützt er sie nicht, sondern sabotiert sie. Er soll endlich die Beschlüsse, die gefasst worden sind, das war eine mühsame Geschichte mit den Sozialdemokraten zusammen in Berlin, soll die endlich umsetzen. Aber wenn Sie einen Blick ins grüne Wahlprogramm werfen, dann sehen Sie ja, was die nicht wollen. Keine sicheren Drittstaaten, keine Residenzpflicht und so weiter. Die Grünen stünden zudem für ein unumschränktes individuelles Asylrecht jenseits der Herkunft. Kennzeichnungspflicht für Polizisten und gegen Bodycams, seien gegen ein Vermummungsverbot und Videoüberwachung. Wer Kretschmann wähle, wähle auch dies, so Röhm. Und wer AfD-Protest wähle, verhelfe indirekt den Grünen zum Sieg.